Ja, lieber Alex, vielen Dank. Noch einmal einen wunderschönen Sabbat, einen gesegneten Sabbat an alle. Ich winke euch mal zu. Es ist ein ganz anderes Gefühl, so zu predigen, wenn man nicht in der Gemeinde ist. Aber ich bin froh, dass wir überhaupt heute noch predigen können. Wären wir in einem anderen Land, wo das Christentum nicht so verbreitet wäre, dann wäre noch vieles andere schwierig. Ja, ich möchte mich noch einmal bedanken bei meinem lieben Team in der Vereinigung, die meine lieben Kollegen, Geschwister, Brüder, die dieses Josua-Camp einfach klasse und wunderbar so organisiert haben. Und auch vor allem auch ein Riesendank an die Ministries, die nicht weniger beteiligt waren und sind und viel Zeit und Mühe investiert haben. Und ich kann wirklich sagen, dass all die Ministries, die hier mitwirken, wir von Herzen dankbar sind, dass es euch gibt. Macht weiter so und erreicht viele Menschen mit dem Wort Gottes. Ich möchte mich auch in Bezug auf die gehörten Predigten auch meinen Dank nochmal aussprechen. Gestern die Predigt von Pastor Stephen Bohr und heute auch von unserem Evangelisten Christopher Kramp. Ich persönlich bin sehr gesegnet worden durch die Predigten. Ich hoffe, ihr hattet die Möglichkeit, sie zu sehen. Wenn nicht, empfehle ich sie, euch nochmal anzuhören, wenn ihr die Möglichkeit habt. Ja, wir haben heute das Thema Treu sein in schwierigen Zeiten. Lektion aus dem Leben von Daniel. Wir erleben momentan ja schwierige Zeiten. Das haben wir, denke ich, selber erlebt. Und auch vermehrt davon gehört. Ich habe gestern in meinem Grußwort bewusst die Chancen erwähnt, die die Corona-Krise mit sich bringt. Und ich bin auch froh, dass wir heute bei dem Talk, bei dem Gespräch mit Ronny Schreiber, dass die lieben Geschwister, die Gäste dort sozusagen auch auf diese Thematik eingegangen sind. Denn schwierige Zeiten sind auch Chancen. Ich möchte aber auch momentan auch noch einen anderen Aspekt, also die andere Seite der Medaille, kurz ansprechen. Etwas, was wir durch die Corona-Krise in unseren Gemeinden auch erleben. Und da ist es mir wichtig, neben all dem Guten, was passiert, auch diese Seite kurz zu beleuchten, und um einige Punkte zu illustrieren. Vor einigen Tagen hat mich die Gemeindeleitung aus einer bestimmten Gemeinde in Baden-Württemberg angerufen. Es gab dort einen Vorfall. Eine Person war nicht bereit, die Maske während dem Gottesdienst zu tragen. Und dann hat die Gemeindeleitung dann sozusagen beschlossen, den Gottesdienst abzubrechen und die Person sozusagen aus der Gemeinde zu bitten. Das hat für erhebliche Spannungen gesorgt und wir in der Vereinigungsleitung wurden dann eingeschaltet und gebeten, hier irgendwie einen Weg zu finden. Das ist eine Sache, wo ich einfach merke, wir erleben eine Krise. Ich erzähle euch eine andere Geschichte, eine andere Gemeinde, auch in Baden-Württemberg, da ruft mich auch die Gemeindeleitung an und fragt, es gibt einen Besucher, der möchte die Maske nicht anziehen. Und die Frage ist, sollen wir jetzt die Polizei rufen? Auch das zeigt mir, dass wir in einer Krise sind. Und ich kann mir vorstellen, dass es euch interessiert, was für Empfehlungen oder was ich zu den Geschwistern gesagt habe. Ich möchte eigentlich nicht so sehr einen Punkt oder Wert drauf legen, jetzt in Einzelheiten zu gehen. Aber meine Einstellung ist, dass wir auf keinen Fall die Polizei rufen sollten oder den Gottesdienst abbrechen sollten, sondern gemeinsam Wege und Lösungen suchen, damit der Gottesdienst stattfinden kann, damit Menschen Gottes Wort hören können. Und ich glaube auch, dass wir als Gemeinde unsere Probleme, so gut es geht, selber lösen sollten. Das ist das, was ich von Paulus für mich mitnehme.
Im Dezember 2020 hat der Vereinigungsausschuss in Baden-Württemberg eine Stellungnahme zur Impfung herausgegeben. Und ich weiß nicht, ob ihr diese Stellungnahme gelesen habt. Ich lese euch sozusagen die Pointe, denn das, was am Ende sozusagen unsere Haltung ist, lese ich euch kurz vor, weil auch darauf haben wir dann Feedback bekommen und es zeigt mir, dass wir uns in einer Krise befinden. Unsere Haltung ist, ich lese aus unserer Stellungnahme, die Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in Baden-Württemberg ist das gesundheitliche Wohlbefinden der Bevölkerung ein wichtiges Anliegen. Wir empfehlen unseren Mitgliedern, sich gründlich mit dem Thema der Coronavirus-Impfung auseinanderzusetzen und sich gegebenenfalls auch medizinisch beraten zu lassen. Die Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in Baden-Württemberg ist nicht das Gewissen des einzelnen Kirchenmitglieds und achtet individuelle Entscheidungen. Diese werden durch die Einzelperson getroffen. Die Entscheidung, sich impfen oder nicht impfen zu lassen, beruht weder auf einer Forderung noch einer Lehrmeinung der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten und sollte nicht als solche verstanden werden. Also kurz zusammengefasst, jeder sollte das Recht haben, darüber selbstständig zu entscheiden. Frei, nach gründlicher Recherche und Beratung mit seinem Arzt, sollte jeder selber eine Entscheidung dafür oder dagegen treffen. Das ist unsere Haltung. Und auch hier habe ich gemerkt, befinden wir uns in einer Krise. Denn auch danach gab es Rückmeldungen. Die einen, die uns aufgefordert haben, auf jeden Fall eine Empfehlung für die Impfung zu geben. Ich weiß noch, ich hatte ein Telefonat mit einem Gemeindeleiter, auch in einer Gemeinde in Baden-Württemberg. Und dieser Gemeindeleiter sagte mir, er wird unsere Stellungnahme nicht an die Geschwister weitergeben, weil er nicht nachvollziehen kann, dass wir keine Empfehlung für die Impfung geben, wieso wir uns neutral verhalten und das dem Individuum überlassen. Ich habe das natürlich bedauert und gesagt, dass jeder Mensch mündig genug ist und für sich selbst entscheiden kann, nachdem er seine Gesundheit gecheckt hat, Vorerkrankungen, und dass wir als Freikirche weder eine Empfehlung aussprechen, noch uns dagegen aussprechen. Und die Gemeinde sollte wissen, was die Haltung dieser Vereinigung ist. Es war für mich schon interessant, dass hier eine Person, ein Bruder, nicht bereit war, jedem in der Gemeinde dort die Möglichkeit zu geben, zu hören, was diese Vereinigung sagt, und auf der anderen Seite auch hier selbstständig eine Entscheidung zu treffen. Aber genauso haben wir auch auf der anderen Seite interessante Telefonate bekommen. Wie können wir überhaupt so ein Schreiben rausgeben und uns neutral positionieren? Man forderte von uns, auf keinen Fall eine Empfehlung für die Impfung zu geben. Man kommt sich so vor, als ob man dann hin und her gezogen wird und die einen wollen das und die anderen das. Ich glaube, dass wir als Freikirche, besonders auch in Krisenzeiten, das Recht auf individuelle Entscheidung jedem Gläubigen einräumen sollten. Letzten Sabbat hatte ich eine Predigt und dort in der Gemeinde haben mich dann Geschwister angesprochen, es waren zwei Familien, die sich aufgrund der Corona-Krise und den Umständen, die momentan da sind, sie haben sich entschieden, Deutschland zu verlassen und auszuwandern. Sie empfinden, dass wir momentan hier eine unglaubliche Krise erleben, die noch zunehmen wird. Und so haben sie sich entschieden, dorthin zu ziehen, wo es, ich sag's mal, ruhiger ist. Was erlebst du momentan? Das ist nur ein ganz kleiner Einblick in das, was ich in den letzten Monaten erlebt habe. Und ich kann euch sagen, es war nicht nur einmal, dass ich mir auch die Zeit
oder den Augenblick so gewünscht habe, dass mich jemand einfach mal zwickt und ich aufwache und alles ist in Ordnung. Wir leben in der Zeit vor Corona und genießen das Leben. Denn in den letzten Monaten haben wir wirklich das ganze Spektrum an Meinungen, Ratschlägen, Emotionen und Vorwürfen einiger unserer Geschwister erlebt und erhalten. Und so schön auch die Erfahrungen, die ich persönlich erlebt habe und die ich auch von denen ich gestern erzählt habe, so schwierig sind auch diese Lebensumstände oder diese Herausforderungen, die wir in unseren Gemeinden erleben. Spannungen nehmen zu, aufgrund von der Persönlichkeit, wie man zu Corona und den Corona-Maßnahmen steht. Spannungen nehmen zu aufgrund von den Medien und den Nachrichten, die man konsumiert. Und Spannungen nehmen zu, weil man glaubt, dass es nur zwei Positionen gibt. Entweder ist man der Regierungstreue oder der Corona-Maßnahmen-Skeptiker oder Kritiker. Also irgendwie scheint es nur noch diese zwei Optionen zu geben. Die Frage ist, wie können wir in diesen schwierigen Zeiten treu bleiben und das Richtige tun? Und ich hoffe, dass das, was ich gesagt habe, ihr ein Stück weit euch damit identifizieren könnt. Ihr miterlebt, dass auch ihr in den Gemeinden Ähnliches erlebt. Also ich erlebe das zumindest so und das bringt eine Spannung mit sich. Aber vielleicht hilft das, wie gesagt, in das Leben von Daniel zu schauen. Denn genauso wie Daniel erleben wir auch eine Krise. Daniel hat eine Krise in seinem Leben erlebt. Er fand sich in einer neuen Realität wieder. In einer neuen Realität. Jeder, der das erste Kapitel von Daniel gelesen hat, weiß, es gab eine Krise und er lebt in einer neuen Normalität, in einer neuen Realität. Und um das deutlich zu machen und auch ein bisschen unsere Situation besser zu beleuchten, müssen wir einen Blick in die Vergangenheit werfen. Wir erleben momentan, und ich weiß nicht, ob euch das vor Augen ist, wir erleben momentan einen epochalen Wandel, eine neue Epoche entsteht, eine neue Lebensrealität. Und damit wir hier ein bisschen besser verstehen, was gerade passiert, möchte ich mit euch ganz kurz auch durch die Geschichte gehen. Das hilft uns, unseren Standort besser zu sehen, ihn besser zu verstehen. Und dann können wir auch tiefer in das reingehen, was Daniel erlebt hat und wie uns das heute helfen kann. Also, ich teile kurz meinen Bildschirm. Ich hoffe, ihr könnt das gut sehen. Ja. So, Daniel erlebte eine Krise und es genauso wie er in einer neuen Realität lebt, entsteht vor unseren Augen eine neue Realität. Und ich hoffe, dass ich das sagen kann. Corona oder die Corona-Krise ist nicht die wahre Krise dieser Welt. Die wahren Krisen, auf die komme ich gleich zu sprechen, die wahren Krisen haben eine ganz andere Dimension. Die Corona-Krise ist momentan nur ein Brandbeschleuniger, ein Katalysator, der Dinge zum Vorschein bringt. Und um das besser zu verstehen, versuche ich, die Epochen, weil wir ja vor einer neuen Epoche stehen, ganz kurz zu kategorisieren. Ich mache es so einfach wie möglich, dass man das gut nachvollziehen kann, mit ungefähren Zeitangaben. Und ich hoffe, dass ihr geschichtlich interessiert seid, sodass ihr seht, wie die Geschichte sich entfaltet hat. Momentan leben wir in der Postmoderne. Ja? Wir leben in der Postmoderne und die Postmoderne ist gerade dabei, zu Ende zu gehen und eine neue Epoche, ich nenne sie die Post-Corona-Epoche, ist gerade dabei zu entstehen. Aber bevor wir zur Postmoderne kommen und zu unserer Zeit,
müssen wir in die Vergangenheit gehen. Ungefähr 500 nach Christus bis 1500 nach Christus gab es die Epoche der Vormoderne. Und wenn wir die Krise verstehen wollen, müssen wir eine wichtige Frage klären. Und das ist die Frage, wer definiert Wahrheit oder was ist Wahrheit? Denn die ganzen Krisen haben etwas damit zu tun. Was ist Wahrheit? Ja, wir haben auch gestern Abend von der gegenwärtigen Wahrheit gehört. Und das ist entscheidend, was Pastor Bohr gesagt hat, dass wir die gegenwärtige Wahrheit für unsere Zeit erkennen. Damals in der Vormoderne gab es eine Wahrheit. Es gab die Wahrheit und es gab nur eine Wahrheit. Und die Kirche definierte diese Wahrheit. Die Menschen, die in dieser Zeit lebten, orientierten sich hauptsächlich an der Kirche. Das war diese Zeit. Aber die Vormoderne ging zu Ende durch eine Krise und mündete in die Zeit der Moderne. Und die Krise war eine kirchliche Krise. Sie mündete in die Reformation, weil die katholische Kirche einen Höhepunkt erreicht hatte, wo überwältigende Krisen die Menschheit an den Abgrund trieben. Und ihr könnt das auch gerne in dem Buch Vom Schatten zum Licht nachlesen. Dort wird es, denke ich, gut beschrieben. Aber in dieser Zeit ging es auch um die Frage, was ist Wahrheit? Und in dieser Zeit gab es auch nur eine Wahrheit. Das Erstaunliche war aber, dass nicht mehr die Kirche ohne die Bibel die Wahrheit definierte, sondern die Bibel definierte Wahrheit. Und zwar, das gingen Glaube und Wissenschaft Hand in Hand. Das war ein Novum und da hat einen unglaublichen Fortschritt gebracht. Die Menschen fingen an, von der Kirche sozusagen zur Bibel hingeführt zu werden. Und das war unglaublich wertvoll. Das heißt, in dieser Zeit, in der Zeitenwende, gab es immer noch zwei Möglichkeiten, die Welt zu deuten und zwei Möglichkeiten der Orientierung. Wobei die Reformation, diese Reformation wurde ja durch eine Krise ausgelöst, ich sag mal, an Oberhand gewann und viel, viel Gutes daraus geworden ist. Leider gab es noch eine weitere Krise in der Zeit der Moderne. Und das ist der Dreißigjährige Krieg. Was während dem Dreißigjährigen Krieg passiert ist, ist, dass Katholiken und Protestanten 30 Jahre, sozusagen 30 Jahre, sich die Köpfe eingeschlagen haben. Ich formuliere es mal so. Und jeder, der von euch 30 Jahre alt ist, der seit er sozusagen geboren wird oder geboren wurde, hat nichts anderes erlebt, als dass Krieg stattgefunden hat. Und in dieser Zeit, in dieser Krise, entsteht etwas Neues. Und zwar eine dritte Gruppe, die fernab davon steht, das anschaut und sagt, wenn das Glaube ist, weil hier eine Kirche gegen die andere kämpft, dann kann das nicht zu Wahrheit führen. Denn das, was hier passiert, kann nicht Wahrheit sein. Und so gibt es diesen berühmten Satz von Immanuel Kant, den großen Aufklärer. Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Und um das deutlich zu machen, was er hier wirklich sagt, oder was er damit beabsichtigt zu sagen, ist, dass er sich den Krieg anschaut und sagt, diese Menschen sind nicht aufgeklärt. Sie folgen nicht der Wahrheit, sondern einem Konstrukt. Die einen, die Katholiken, folgen der Tradition der Kirche und das führt sie zum Krieg. Und die Protestanten glauben der Bibel und orientieren sich an der Bibel. Und wohin führt das? Auch zum Krieg. Und beide, die Katholiken und die Protestanten, sind unmündig. Sie sind in einer selbstverschuldeten
Situation, in einer Unmündigkeit. Und die Aufklärung, also das, was er jetzt bringen möchte, oder die Aufklärer in dieser Zeit, ist, dass diese Menschen sowohl die Abhängigkeit von der Tradition, also von der katholischen Kirche, und die Abhängigkeit von der Bibel verlassen, also der Ausgang sozusagen, sie gehen durch eine Tür und verlassen die selbstverschuldete Unmündigkeit. Das heißt, sie werden jetzt mündig, sie können selber Entscheidungen treffen. Und wie passiert das? Indem sie ihren Verstand benutzen, ihren Verstand. Das heißt jetzt, was durch die Krise entstanden war, während der Zeit der Moderne, war, dass die Wissenschaft in den Vordergrund gerückt ist, die Vernunft, wie man sie auch genannt hat. Es gibt Wahrheit, ja, es gibt nur eine Wahrheit, und die Wahrheit muss wissenschaftlich und vernünftig erkannt werden. Das heißt, in der Moderne haben wir zwei Krisen. Die eine Krise in der katholischen Kirche führte zur Reformation, und die zweite Krise, ich sage es mal, in den zwei Kirchen, führte dazu, dass die Menschen offen waren für eine Aufklärung und offen waren, sich nicht mehr an den Kirchen zu orientieren, also oder an der Bibel und an der katholischen Kirche, sondern an der Vernunft, an der Wissenschaft. Und dieses Bild, das hier John Gast gezeichnet hat, zeigt die Figur Columbia. Und sie personifiziert die USA und soll uns deutlich machen, wie damals in der Moderne dieser Fortschritt, der Aufbruch wahrgenommen wurde. Jetzt hat man geglaubt, jetzt können wir die Welt verbessern, wir können neue Bereiche entdecken. Die Wissenschaft und die Vernunft wird uns den Fortschritt bringen. Wir überwinden Hindernisse, verjagen die Indianer hier links und die Tiere, und sozusagen die Natur muss weichen für den Fortschritt. In der Moderne gab es also drei Möglichkeiten, die Welt zu sehen oder wahrzunehmen. Natürlich durch die katholische Kirche, links könnt ihr das sehen. Das hat aber immer mehr abgenommen. Dann hier die Reformation, auch das hat immer mehr abgenommen. Aber was immer stärker wurde, war die Vernunft in dieser Zeit. Und man hat geglaubt, durch die Vernunft alle Probleme lösen zu können, durch die Wissenschaft. Und man war optimistisch, dass eine neue Ära, ein unglaublich gutes sozusagen Jahrtausend vor der Menschheit steht. Aber Anfang des 20. Jahrhunderts erschütterte eine unglaubliche Krise die Menschheit. Der Erste Weltkrieg, der dann und später auch der Zweite Weltkrieg. Unglaubliche Krisen führten dazu, dass die Ära oder die Epoche der Moderne zu Ende ging und man gemerkt hat, dass auch die Wissenschaft und die Vernunft, auf die sich ja alle Menschen dann in dieser Zeit sehr stark berufen haben, uns nicht zu einem besseren Leben geführt haben. Die Erfahrung war also, die katholische Kirche hat versagt, sie hat uns nicht zu einer besseren Ära geführt. Der Protestantismus, der im 30-jährigen Krieg versagt hat, hat uns auch nicht zu einer besseren Ära geführt. Die Vernunft, die im Ersten und Zweiten Weltkrieg versagt hat, hat uns auch nicht zu einer besseren Ära geführt. Und so entstand eine neue Epoche, die Postmoderne. Und die Postmoderne, das war die Zeit, wo Menschen sich nicht mehr an der Tradition, sich nicht mehr an der Bibel und sich nicht mehr an der Vernunft orientiert haben, sondern sie haben sich an den Emotionen orientiert. Während die Vormoderne, also hier im Englischen Premodern oder Vormoderne, sagt, weil Gott es dorthin gemacht hat, ist es so, und es ist, wie es ist. Und in der Moderne dachte man aufwärts, vorwärts und aufwärts, es kann nur besser werden. In der Postmoderne gibt es keine Richtung. Alles ist egal, alles ist relativ. Und
Man ist zu dem Schluss gekommen, es gibt keine absolute Wahrheit und jeder hat seine persönliche Wahrheit. Die Wahrheit muss deshalb persönlich erfahren werden und der Mensch orientiert sich an seinen Gefühlen. Das heißt, in dieser Zeit leben wir noch. Es ist die Zeit der Postmoderne, wo die Menschen, die meisten Menschen, gerade in der westlichen Welt, diese Einstellung haben. Aber die Postmoderne geht auch zu Ende und ihr könnt das sehen hier in diesem Bild der Moderne oder besser gesagt, der Unterschied hier noch einmal in diesem Bild von Columbia. Während in der Moderne der Fortschritt hier im Vordergrund lag und die Völker, die Minderheiten vertrieben worden sind und auch die Tiere und die Natur, ist in der Postmoderne sie in den Vordergrund gerückt worden. Die Minderheiten müssen geschützt werden, die Natur muss geschützt werden. Das kam sozusagen immer mehr dann in den Vordergrund. Aber die wahren Krisen, die sind auch in unserer postmodernen Zeit nun zum Vorschein gekommen. Und deshalb ist es entscheidend, wenn wir Lektionen aus dem Leben von Daniel mitnehmen wollen, müssen wir verstehen, welche Krise erleben wir denn momentan? Es ist nicht die Corona-Krise. Und ich möchte das nochmal betonen. Die Corona-Krise ist nicht die wahre Krise, sondern sie beschleunigt nur drei bestehende Krisen, die ich hier kurz zusammenfasse. Das ist die Kapitalismuskrise. Es hat etwas mit Wirtschaft zu tun. Es ist die Wertekrise. Das hat etwas mit Moral zu tun. Und das ist die Klimakrise. Das hat etwas mit unserer Zukunft zu tun, mit dem Planeten, auf dem wir leben. Und das ist das, was die Menschen momentan als sozusagen die schlimmsten Krisen erleben. Die Kapitalismuskrise, und ich werde auf alle nur ganz kurz eingehen, weil unsere Zeit ja auch beschränkt ist. Papst Franziskus hat vor kurzem eine neue Wirtschaft gefordert und diese Wirtschaft ist dabei, sich auch zu etablieren. Die klassische Wirtschaftsordnung, der Kapitalismus ist dabei, zu Ende zu gehen. Wir münden momentan in eine neue Epoche und es wird auch eine neue Wirtschaftsordnung geben. Wer das noch nie gehört hat, dem rate ich dringend, sich auch damit auseinanderzusetzen. Denn das ist das, was nach Corona definitiv auf uns alle wartet. Und er sagt, es heißt hier in diesem Artikel, es wirkt wie eine Anklage und ein prophetischer Weckruf. Deutlich wie selten wendet sich Papst Franziskus an Menschen weltweit und drängt als Konsequenz aus der Corona-Krise auf eine andere Wirtschaft. Es sind starke politische Forderungen. In seinem Buch Wage zu träumen. Mit Zuversicht aus der Krise geht Papst Franziskus deutlich mit den herrschenden politischen Systemen ins Gericht und wirft den Industriestaaten vor, ihr Handeln zu sehr an Börseninteressen und zu wenig am einzelnen Menschen auszurichten. So gipfelt das Buch in seinem Schlusskapitel in der Forderung nach einem universalen Grundeinkommen. Es ist fast die einzige Stelle des Buches, aus der der Papst technisch formuliert und den englischen Fachbegriff mitliefert. Es geht um eine bedingungslose Pauschalzahlung an alle Bürger, die über das Steuersystem verteilt werden können. So auf das bedingungslose Grundeinkommen oder universelle Grundeinkommen, auch wenn es dazu viel zu sagen gibt, gehe ich momentan nicht ein. Mir ist einfach nur wichtig, dass wir, auch wenn das jetzt nur kurz erwähnt ist, das wahrnehmen, wir sind, der Kapitalismus an sich kann nicht mehr funktionieren. Und wer das noch nicht sieht, dass unsere Wirtschaft eigentlich schon am Ende ist, die meisten Staaten sind überschuldet, wir arbeiten mit Negativzinsen, das Geld wird momentan gedruckt und das kann jeder, der sich, wie gesagt, mit Wirtschaft ein bisschen auskennt, weiß, dass das nicht mehr lange gut gehen kann. Es steht auch nicht mehr die Frage, wann es die Wirtschaft nicht mehr die Frage, ob die Wirtschaft zusammenbricht, sondern nur noch wann. Das heißt, die nächste Krise, die wir momentan auch erleben, ist die Wertekrise. Was ist richtig? Was ist falsch? Die Postmoderne hat dazu geführt, dass ein Chaos entstanden ist. Ich weiß nicht, ob ihr das wahrnehmt,
Aber wenn alles relativ ist und es keine absolute Wahrheit gibt, dann kann jeder etwas empfinden, was wahr ist, und es führt zu einem Chaos. Und dieses Chaos wird momentan in der Auseinandersetzung in den Vereinigten Staaten sehr deutlich und führte dazu, dass Meinungen, unterschiedliche Meinungen nicht mehr nebeneinander stehen gelassen werden können, so wie es in der Postmoderne eigentlich der Fall ist. Du hast diese Meinung, ich habe diese Meinung, sondern in der neuen, ich sag mal, Post-Corona-Epoche findet momentan eine Veränderung statt. Und zwar, es macht sich immer mehr eine Zäsur, eine Zensur weit. Man spricht von einer Cancel Culture. Also es wird gestrichen. Meinungen und Personen dürfen nicht mehr auftreten. Es wird blockiert und man möchte Dinge ausradieren. Also ich sage einfach nur mal das Stichwort Cancel Culture, wer sich da ein bisschen reinarbeiten möchte, sehr gerne. Macht einfach deutlich, dass der Weg, wie es früher war, nicht mehr funktioniert. Und für uns als Kirche ist das auch signifikant. Ich sage mal, früher konnte man noch die biblischen Werte vertreten und sie standen mit anderen Werten einfach daneben. In Bezug auf Ehe und Familie, in Bezug auf Sexualität, in Bezug auf Normen, die wir vertreten, was richtig und was falsch ist, zu den Normen und Werten der Welt. Sie standen einfach da. Jetzt in unserer Zeit und immer mehr in dieser neuen Zeit, in die wir uns reinentwickeln, ist, dass der biblische Wert, die biblische Norm unterdrückt wird und als feindlich und aggressiv angesehen wird. Man spricht von Hate Speech, von Hassreden und somit immer mehr unterdrückt wird. Ja? Das ist das, was ich unter Werte, einer Wertekrise hier versuche darzustellen. Auch hier ermutige ich euch mit diesem wichtigen Punkt. Hier geht es auch um die Werte Gottes, um die Werte der Bibel, dass sich intensiver damit auseinanderzusetzen. Und es wird vielleicht den einen oder anderen überraschen, aber auch in unserer Kirche haben wir eine Wertekrise, weil da die Gesellschaft in unsere Gemeinde auch reinwirkt. Und wir hier unterschiedliche Werte haben. Die sich an der Bibel weiterhin orientieren möchten und die anderen, die sich am Zeitgeist orientieren. Dann komme ich zu der Klimakrise. Und die Klimakrise ist momentan deswegen so interessant, weil Corona für viele momentan eine Blaupause liefert, wie man mit der Klimakrise umgehen soll. Und viele Politiker haben sich mittlerweile auch schon artikuliert und fordern einen nach der Corona-Lockdown einen Klima-Lockdown. Hier hört ihr deshalb den Ministerpräsidenten aus Sachsen, der sich dann deswegen gegen einen Klima-Lockdown ausspricht, weil das momentan diskutiert wird. Also manche Politiker sagen, nach dem Lockdown ist vor dem Lockdown und die Menschen müssen sich dran gewöhnen, auch später in einem Lockdown zu leben, damit sich das Klima erholen kann. Ich erlaube mir hier eine kurze Fußnote, weil ich auch heute immer wieder erlebe, dass man versucht, das Klima mit eigentlich fast ausschließlich mit CO2 in Verbindung zu bringen. Und man versucht, das Klima so zu retten, indem man einfach den Ausstoß von CO2 reduzieren möchte oder stärker versteuern möchte und dadurch quasi das Klima retten möchte. Die Bibel sagt aber in Jesaja 24, Vers 4 bis 6, was das eigentliche Problem dieser Welt ist in Bezug auf das Klima. Und zwar ist, sagt die Bibel, die Erde ist verdorrt und verwelkt, der Erdkreis ist verschmachtet und verwelkt, die Höchsten des Volkes auf Erden verschmachten. Die Erde ist entweiht von ihren Bewohnern, denn sie haben die Gesetze übertreten, das Gebot missachtet und den ewigen Bund gebrochen. Darum frisst der Fluch die Erde und verschuldet haben's, die darauf wohnen. Darum nehmen die Bewohner der Erde ab, sodass wenige Leute übrig bleiben. Also das Problem ist nicht in erster Linie CO2.
Das Problem ist, dass aufgrund der Sünde und der Übertretung des Gesetzes Gottes ein Fluch auf dieser Erde liegt. Und je mehr die Menschen sich vom Gesetz Gottes entfernen, von der Liebe Gottes entfernen, desto schlimmer wird es auf dieser Erde. Klammer zu, das war, wie gesagt, eine Fußnote. Mir war es wichtig, hier auch einfach noch darauf einzugehen. Das heißt, wie reagieren jetzt die Menschen, die Politiker, die was zu sagen haben auf diese Krise oder auf diese drei Krisen, die ich genannt habe? Und zwar reagiert oder wird gerade eben mit dem Great Reset reagiert. Vielleicht haben die einen oder anderen das schon gehört. Klaus Schwab, der Vorstandsvorsitzende des Weltwirtschaftsforums, wo die ganzen Politiker, Manager, Wirtschaftsfachleute sich treffen. Und der hat ein Buch letzten Jahr im Sommer herausgegeben, wo er aufzeigt, wo es lang geht, was die Politiker glauben, wie es sozusagen besser wird. Und da heißt es, viele von uns fragen sich, wann die Dinge wieder normalisiert werden. Die kurze Antwort lautet, niemals. Nichts wird jemals wieder so sein wie zuvor. Die Normalität in dem Sinne, wie wir sie kannten, ist zu Bruch gegangen. Und die Coronavirus-Pandemie stellt einen grundlegenden Wendepunkt auf unserem globalen Kurs dar. Einige Analysten sprechen von einem Scheideweg, andere von einer tiefen Krise biblischen Ausmaßes. Das Ergebnis ist jedoch gleich. Die Welt, wie wir sie in den ersten Monaten des Jahres 2020 kannten, gibt es nicht mehr. Sie hat sich im Kontext der Pandemie aufgelöst. Also, was er sagen möchte, ist, die Welt, wie du und ich sie vorher kannten, gibt es nicht mehr und wird sie auch nicht mehr geben. Und ich glaube, er fasst es auch möchte auch auf die Punkte sozusagen eingehen, die ich vorhin auch versucht habe zu erläutern. Wir stehen an einer neuen Epoche. Wir gehen in eine neue Epoche. Und die neue Epoche ist deshalb da, weil es Krisen in der Welt gibt und die Corona-Krise beschleunigt diese Krisen. Ja, die Corona-Krise ist nicht die Krise, sondern die beschleunigt nur momentane Krisen, die schon da sind, und macht sie mehr sichtbar. Und einige seiner Thesen, wie auf diese drei, auf die drei Punkte, die ich genannt habe, also das Problem der Wirtschaft, das Problem der Werte und das Problem des Klimas, wie man darauf reagieren möchte, fasst er so zusammen: Der freie Markt ist für viele Probleme verantwortlich, deshalb brauchen wir einen stärkeren Staat. Als Orientierung dient dabei das Vorbild China. Es geht um eine Verschmelzung von Kapitalismus und Sozialismus. Also vielleicht wissen es einige von euch, ich bin im Sozialismus, im Kommunismus aufgewachsen, in der ehemaligen Sowjetunion als vertriebener Deutsche sind wir dort aufgewachsen und ich weiß, was Sozialismus ist. Wir sind dann nach Deutschland gezogen und ich weiß, was Kapitalismus ist. Und jetzt beides, Sozialismus hat versagt und es kam zu einem Abschluss. Und auch der Kapitalismus hat versagt und wir erleben gerade das Ende des Kapitalismus. Und man spricht deshalb von einer neuen Wirtschaftsordnung, die kommen wird. Es soll eine Verschmelzung von Kapitalismus und Sozialismus werden, nach dem Vorbild China. Weiter sagt er, die Pandemie bietet die Chance und eine selten und eng befristete Gelegenheit, um einen großen Neustart zu wagen. Deshalb zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie soll ein globales Überwachungsnetzwerk geschaffen werden. Stichwort digitale Kontaktverfolgung. Hier geht es darum, dass der Mensch oder wir momentan eine Wertekrise erleben. Und damit der Mensch sich richtig verhalten kann, braucht man ein besseres Überwachungsnetzwerk. Und diese digitale Kontaktverfolgung soll später noch ausgebaut werden. Darauf geht man auch noch ein. Und hier geht es um positive Punkte und negative Punkte, wenn man sich richtig oder falsch verhält. Aber ich lasse es jetzt erstmal stehen und gehe zu dem nächsten Lösungsvorschlag. Und da heißt es, um die großen Probleme dieser Welt zu lösen, Pandemie, Klimawandel, Terrorismus, internationaler Handel, brauchen wir eine Global Governance, also eine globale Regierung. Ja, das ist das dritte. Klima,
Das dritte Problem, deshalb brauchen wir eine Weltregierung. Auch Papst Franziskus hat in seiner letzten Enzyklika Fratelli Tutti Bezug zu der momentanen Krise genommen und zu einer neuen Weltordnung aufgerufen. Also die Stichworte neue Weltordnung und neue Weltregierung oder Global Governance sind gleich und das ist das, worum es eigentlich geht. Wir stehen vor einer neuen Epoche. Und jetzt kommen wir quasi zu der Anwendung. Wenn wir jetzt verstehen, dass genauso wie Daniel in einer neuen Realität gelebt hat, in einer, sag ich mal, in einer neuen Epoche, in einer neuen Zeit, weil eine Krise sein Volk getroffen hat, umso wichtiger ist es, dass wir das Buch Daniel gründlich studieren, denn wir können aus dem Buch Daniel für unsere Zeit Unglaubliches mitnehmen. Also Daniel durchlebte eine Krise und wenn man diese Krise studieren möchte, empfehle ich das Buch Hesekiel zu lesen. Was führte dazu? Was war dort passiert? Aber auch Daniel konnte am öffentlichen Gottesdienst nicht teilnehmen. Das ist etwas, was momentan einige Geschwister als eine unglaubliche Einschränkung empfinden und wir auch in unserer Gemeinde deshalb eine Krise erleben. Die einen, die das befürworten, die anderen, die das ablehnen und es entstehen eine Spaltung und Parteiungen und es ist schwieriger geworden. Aber wie geht Daniel damit um? Und das ist wichtig. Wie geht Daniel mit der Krise um? Er kann ja auch nicht mehr an dem Kult, an dem alttestamentlichen Kult teilnehmen und dort in den Tempel gehen und an gottesdienstlichen Handlungen teilnehmen. Daniel trifft sich privat. Daniel hat einen Kreis aufgebaut mit seinen Freunden. Man könnte auch von einem Hauskreis sprechen. Und das ist interessant. Daniel konnte die Krise deshalb meistern, weil er in einem Hauskreis sozusagen Gott anbeten konnte. Und wir sehen, wie er sich mit seinen Freunden auch getroffen hat. Für uns als Gemeinde ist es momentan eine große Herausforderung und wir hoffen natürlich, dass Lockerungen kommen. Aber was ist, wenn die nächste Krise oder der nächste Lockdown irgendwann mal uns befällt? Was machen wir dann? Oder was machen wir, und das wurde ja auch heute Morgen kurz angesprochen, wenn es die Organisation der Freikirche nicht mehr gibt? Die Vereinigung nicht mehr gibt, den Verband, die Division, die GK, weil die Spannungen in der Welt zunehmen. Was machen wir dann? Hört unsere Gemeinde auf zu existieren? Ich glaube, dass wir, wie gesagt, wieder zu dem zurückkehren sollten, wie die Urgemeinde und vor allem auch Daniel gelebt haben. Sie haben sich zu Hause privat getroffen. Sie haben ein Netzwerk aufgebaut und konnten deshalb auch Krisenzeiten besser überstehen. Dann gibt es noch einen Punkt. Daniel nahm sich in seinem Herzen vor. Das ist eine unglaublich wichtige Aussage, denn er wurde damit konfrontiert, dass ihm unreine Speise und Wein ihm gebracht worden ist, dass er das konsumieren sollte. Und das Wichtige war, dass Daniel nicht erst dann sich in seinem Herzen vorgenommen hat, als er damit konfrontiert worden war, sondern er hatte es vorher schon getan. Das heißt, er wusste, was das Gesetz Gottes sagt und deshalb konnte er in dieser Krisensituation richtig reagieren. Er wusste, wann er Ja sagt und er wusste, wann er Nein sagt. Ich erlebe momentan, dass einige Geschwister glauben und der Überzeugung sind, dass das Masken tragen und die Impfung ein Test ist. Also sprich, wenn wir die Maske tragen oder wenn sich jemand impfen lässt, dass dadurch das Gesetz Gottes übertreten wird. Ich glaube, dass jeder sich wie wir in unserer Stellungnahme geschrieben haben, mit der Impfung gründlich auseinandersetzen sollte. Jeder Mensch ist individuell, hat bestimmte Vorerkrankungen oder
aufgrund des Alters, ist er gefährdet oder nicht. Aber an keiner Stelle haben wir als Freikirche irgendwann mal gepredigt, dass wenn man einen Mundschutz trägt oder eine Impfung für sich in Anspruch nimmt, dass man dadurch das Gesetz Gottes übertritt. Man kann über die Nebenwirkungen diskutieren, genauso wie man über Nebenwirkungen von anderen Medizin diskutieren kann, ob das gut ist oder schlecht. Aber den Vergleich von Daniel 1 und dem Maskentragen und der Impfung zu machen, dass hier unreine Speise analog ist zu der Impfung oder zu dem Mundschutz, hat uns, wir als Freikirche, haben wir nie verkündigt. Und ich möchte uns auch hier ermutigen, sauber zu arbeiten, sich auf das zu beziehen, was wir im großen Kampf, in dem Buch vom Schatten zum Licht und auch in unserer prophetischen Botschaft haben. Die Impfung ist nicht das Malzeichen des Tieres und das Maskentragen auch nicht. Ich glaube, wir sind uns einig, dass das Malzeichen des Tieres etwas anderes ist. Deshalb, Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, das Gesetz Gottes zu halten. Und um das zu wissen, was das Gesetz Gottes ist, ist es wichtig, das auch zu studieren. In Daniel 1, Vers 8 heißt es aber auch, Daniel bat den obersten Kämmerer. Er hat mit ihm vernünftig gesprochen. Er hatte ein Anliegen, hier geht es um das Gesetz Gottes. Er wollte das Gesetz Gottes nicht übertreten. Er hatte sich fest vorgenommen und so hat er angefangen zu kommunizieren und vernünftig zu reden. Und ich erlebe momentan auch, dass wir Geschwister haben, die uns auffordern, ich sage es mal so, wie die Zeloten momentan gegen die Regierung vorzugehen. Aggressiv zu sein. Ihr Lieben, was wir machen ist, dass wir momentan oder seit Monaten mit unserer Landesregierung kommunizieren, so wie Daniel das gemacht hat. Er bat den obersten Kämmerer. Und auch wir bitten unsere Landesregierung mit diversen Schreiben in Bezug auf bestimmte Lockerungen, dass wir unseren Gottesdienst besser durchführen können. Das ist uns wichtig. Und deshalb kommunizieren wir mit unserer Landesregierung auf eine vernünftige Art und Weise. Aber momentan wird auch keiner von uns gezwungen, das Gesetz Gottes zu übertreten. Und das ist auch gut so. Wir glauben aber, dass das in Zukunft sich ändern wird, wenn wir auch die Offenbarung studieren. Daniel war aber auch ein Mann des Gebets. Und hier ist ein entscheidender Punkt, auf den ich auch eingehen möchte. Ich habe vorhin die drei großen Krisen erwähnt. Und die drei großen Krisen, die Wirtschaftskrise, die Wertekrise und die Klimakrise und die Antwort der Politiker, die glauben, mit dem Great Reset, mit dem großen Neustart, alles besser zu machen. Ich lasse das jetzt einfach mal stehen, ob das dann wirklich besser wird. Ich glaube, auch wir als Christen haben eine Möglichkeit, auf die Krisen dieser Welt zu reagieren. Und schaut mal, wie Daniel auf die Krisen seiner Zeit, die er erlebte, reagiert hat. Er hat angefangen zu beten. Erstens Buße getan für sich. Er hat Buße getan als Individuum und für sein Volk. Auch wir sollten in dieser Zeit, in dieser Krisenzeit, sind wir aufgerufen, Buße zu tun. Ich glaube, es ist wichtig, sich zu besinnen und zu merken, in welcher Zeit wir leben und Gott um Vergebung zu bitten. Für unsere eigenen Fehler, aber auch für die Fehler der Gemeinde. Genauso wie Daniel das Volk Gottes am Herzen lag,
sollte auch unsere Gemeinde uns am Herzen liegen. Wir sollten aber auch für die Regierung beten. Nicht nur über sie schimpfen, sie schlecht machen, sondern für sie beten. Denn die Regierung befindet sich auch in einem großen Kampf. Und manchmal treffen Menschen dort gute Entscheidungen und das ist gut für unser Leben. Und manchmal treffen sie schlechte Entscheidungen und dann ist es schlecht für unser Leben. Wir sollten für die Regierenden beten, dass sie gute Entscheidungen treffen und auch jetzt in dieser Zeit das Richtige tun. Und weil ich selber erlebe, wie die Probleme auch in unserer Vereinigung, in unserer Gemeinde zunehmen, ist es mir ein Anliegen, gemeinsam zu beten. Und ich bin froh, dass es auch euch ein Anliegen ist, dass wir diese Probleme Gott vorbringen. Und ich glaube, dass der liebe Gott, wenn es seinem Willen entspricht, die Corona-Krise so beenden kann, so schnell. Er kann auch andere Krisen so schnell beenden. Und wir können das auch ihm vorbringen, dass das, was gerade passiert in dieser Welt, dass diese Krise zu einem Abschluss kommt, damit wir den Dienst, die Mission besser durchführen können. Daniel, was können wir von Daniel noch lernen? Daniel studierte und verkündigte biblische Prophetie. Es ist wichtig, die Geschichte zu kennen. Und ich fand es auch wertvoll, was Christopher heute erzählt hat, heute Morgen. Wir könnten alles Mögliche studieren, was das Böse so aus, was plant und so weiter. Und wir könnten viel Zeit damit verbringen und uns nur auf das beschränken. Aber in erster Linie, das, was entscheidend ist, ist das, was Gott gesagt hat. Und das ist das biblische Wort, die biblische Prophetie, die ja auch das Evangelium darstellt. Wir glauben, dass wir als Adventgemeinde eine besondere Botschaft haben. Und die Kraft unserer Botschaft liegt in der Prophetie. Deshalb, ihr Lieben, Jesus zum Beispiel hätte zu seiner Zeit sehr viel oder viele andere Themen aufgreifen können. Er hätte zum Beispiel protestieren können und auf Demonstrationen gehen können, um die Sklaverei abzuschaffen. Oder er hätte gegen die Korruption im Römischen Reich protestieren können. Oder er hätte gegen die Kreuzigungen protestieren können. Das sind alle schlimme Dinge und ich unterstütze das nicht. Versteht mich richtig. Aber was er gemacht hat, er verkündigte das Evangelium und das Evangelium löste das Problem der Korruption, das Problem der Sklaverei und das Problem des Zwischenmenschlichen. Und das ist das Erstaunliche. Deshalb sollen wir als Kirche, ich sage bewusst, sollen wir als Freikirche, als Gemeinde aufrufen, an Demos, an Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen teilzunehmen? Sollen wir dazu aufrufen? Ich glaube, dass wir einen wichtigeren Auftrag haben. Wir sollten gegen einen wichtigeren oder einen schlimmeren Virus vorgehen. Und das ist das Virus der Sünde. Das ist das wirkliche Problem. Und dagegen sollten wir protestieren. Wenn ihr versteht, was ich meine. Dagegen sollten wir vorgehen. Und den Menschen einen Ausweg zeigen im Evangelium. Und das Evangelium, das uns Gott anvertraut hat, beinhaltet die prophetische Botschaft der drei Engel. Und diese Botschaft ist entscheidend für diese Zeit. Wirklich sehr entscheidend. Aber, damit ich auch nicht missverstanden werde, jeder deutsche Bürger hat das Recht zu demonstrieren. Es ist ein Grundrecht. Und von dem her soll keinem das abgesprochen werden. Jeder hat die Möglichkeit, als deutscher Bürger sein Recht auf Glaubens-, Meinungs- und Redefreiheit zu nutzen und die Corona-Maßnahmen zu unterstützen oder dagegen zu protestieren. Es steht jedem deutschen Bürger frei zu. Aber als Kirche, und das ist das Entscheidende, als Gemeinde verhalten wir uns neutral, weil wir
sowohl den Regierungstreuen als auch den Querdenkern und Demonstranten ein geistliches Zuhause bieten wollen. Jeder ist in unserer Gemeinde willkommen, weil es eben eine viel größere Botschaft gibt. Und das ist das Evangelium. Die Türen unserer Gemeinde sind offen für alle Menschen. Und am liebsten, ich freue mich, wenn das Buch vom Schatten zum Licht auf den Querdenker-Demos verteilt wird. Aber genauso würde ich mich freuen, wenn jemand anfängt, Politikern und die sich engagieren, auch dieses Buch weiterzugeben oder das Buch Der Sieg der Liebe, also Jesus von Nazareth. Bücher von Ellen White Menschen weiterzugeben, egal aus welchem politischen Background und Hintergrund sie kommen. Das ist das Entscheidende, nicht welche Meinung sie haben. Als Gemeinde sind wir offen, die Botschaft allen Menschen weiterzugeben. Und jetzt noch ein Punkt. Daniel hatte ein differenziertes Verhältnis zu Babylon. In unserer Gemeinde erlebe ich eine Offenheit zum modernen Babylon, und ich benutze mal jetzt die Sprache, zum neutestamentlichen oder zum Babylon aus der Offenbarung. Es gibt Geschwister in unserer Gemeinde, die anderen Kirchen am liebsten die Zusammenarbeit verstärken wollen und offen sind für anderes Gedankengut. Und es gibt auch, ich sag mal, andere Ansichten, wo man sehr reserviert ist und überhaupt gar keinen Kontakt zu anderen Christen, anderen Kirchen pflegen möchte. Und auch hier gibt es so ein Spannungsfeld. Es ist interessant, wie Daniel damit umgegangen ist. Und zwar, Babylon im Alten Testament war ein Konstrukt aus, ich sage es mal einfach, aus Kirche und Staat, aus Religion, Staat und Religion. Daniel war politisch engagiert. Politisch engagiert zu sein, sich für das Wohl der Menschen einzusetzen, ist per se nicht verkehrt. Was mich in meinem Leben auch als junger Mann damals motiviert hat, war eine Aussage von Ellen White aus dem Buch Intellekt, Charakter und Persönlichkeit, Band 1 auf Seite 379. Und sie schreibt: Liebe Jugend, was ist der Sinn und Zweck eures Lebens? Strebt ihr nach Bildung, damit ihr in der Welt etwas werden könnt? Habt ihr solche Gedanken, die ihr gar nicht laut auszusprechen wagt? Träumt ihr von hohen intellektuellen Leistungen, damit ihr euch vielleicht einmal politisch betätigen und an der Gesetzgebung dieses Landes beteiligen könnt? An solchen Träumen ist nichts Unrechtes. Jeder von euch kann in seinem Leben ein Zeichen setzen. Setzt euch hohe Ziele und scheut keine Mühe, sie zu erreichen. Wie schön wäre es, wenn engagierte Christen, überzeugte, gottesfürchtige Menschen, die Verantwortung in diesem Land und in der Welt übernehmen würden und sich für das Wohl der Menschen, genauso wie Daniel, einsetzen, dann könnte so einiges in dieser Welt besser sein. Das ist das eine Verhältnis, was Daniel damals zu Babylon hatte. Aber er hatte auch noch ein anderes Verhältnis. Er hat nicht dazu beigetragen, dass die babylonische Religion sozusagen sich durch seine Tätigkeit ausbreiten konnte. Er hat sie nicht dafür geworben. Er hat sie nicht geglaubt. Und auch so ist es mir auch wichtig, nochmal kurz das auch anzusprechen, weil ich immer wieder auch darauf angesprochen werde. Wie ist unser Verhältnis zu ACK, zur Ökumene? Es gibt Geschwister, die gar keinen Kontakt wollen. Und es gibt Geschwister, die die Mitgliedschaft anstreben. Wie verhalten wir oder was haben wir als Baden-Württembergische Vereinigung für eine Haltung? Ich glaube, dass wir auch hier die Haltung der Generalkonferenz befürworten und sagen, wir arbeiten mit anderen Kirchen zusammen, wo es um die Verbreitung der Bibel geht.
Wir setzen uns dafür ein, dass die Bibel allen Menschen zugänglich gemacht wird. Oder wir unterstützen auch andere Kirchen und arbeiten mit ihnen zusammen, wenn es um die, wenn es um Soziales geht, also sprich, wo wir in Katastrophenfällen helfen können. Da arbeiten wir mit anderen Kirchen zusammen, um das Leid der Menschen zu lindern, um ihnen Essen zu bringen, Nahrung und Wasser und Kleider. Aber es gibt einen Unterschied in Bezug auf die Verkündigung und die Lehre. Dort fangen an unsere Grenzen. Und diese Grenzen sind, dass wir sagen, dass wie auch wir ein Verständnis von Ökumene haben. Als es gibt sozusagen die Ökumene, wie die sich aus anderen Kirchen zusammensetzt und das Ziel hat, eine Einheit zu werden. Aber auch wir als Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten verstehen uns, ich sage mal mit Anführungszeichen, als eine ökumenische Bewegung. Auch wir laden alle auf dieser Welt ein, sich uns anzuschließen und das Neutestamentliche oder das Endzeitliche, das Babylon zu verlassen und sich der Gemeinde der Übrigen anzuschließen. Also das Verständnis der Adventgemeinde ist auch ein ökumenisches. Wir sind eine weltweite Gemeinde und wir laden alle ein, sich unserer Freikirche anzuschließen und unsere Botschaft zu verkündigen. Deshalb sind wir als Baden-Württembergische Vereinigung nicht Mitglied in der ACK. Wir glauben aber, dass es wichtig ist, mit den Menschen, die dort auch bestimmt auch ganz aufrichtig glauben, einen guten Umgang zu pflegen. Wir sind als Zuhörer dabei, wenn diese Tagung stattfindet. Wir hören zu, aber wir haben keine Mitgliedschaft, weder eine Vollmitgliedschaft noch eine Gastmitgliedschaft. Wir sind da ohne Stimmrecht und wenn wir gefragt werden, wie wir Dinge sehen, dann artikulieren wir das und wir stellen unsere Position klar dar. Das ist das, was wir so für uns aus dem Leben von Daniel mitgenommen haben. Wir wollen zu allen Menschen ein gutes Verhältnis haben, auch zu anderen Religionen. Aber gleichzeitig haben wir auch eine klare prophetische Botschaft und rufen alle dazu auf, sich der Gemeinde der Übrigen anzuschließen. Und der letzte Punkt ist, dass Daniel Gott mehr gehorchte als den Menschen. Wir erleben momentan eine Krise, das wurde schon oft gesagt. Und ich habe auch gesagt, dass die Regierung und die regieren, sich in einer Auseinandersetzung zwischen Gut und Böse befinden. Und ihre Entscheidungen haben Auswirkungen auf unser Leben. Ich möchte euch ermutigen, aus der Kirchengeschichte zu lernen. Die meiste Zeit war die Gemeinde Gottes oder hat die Gemeinde Gottes eine schwierige Zeit erlebt. Es waren immer nur kurze Abstände, wo die wahre Gemeinde Gottes sich frei entfalten konnte. Und deshalb ist es für uns, besonders in der westlichen Welt, hier vielleicht auch in Deutschland, sich das schwierig vorzustellen, dass irgendeinmal das, was in Offenbarung 13 steht, Realität werden kann. Und auch so haben wir in Deutschland in den letzten 50 Jahren die Religionsfreiheit gut ausleben können. Es gab keine Probleme und das freut uns. Aber gleichzeitig dürfen wir nicht vergessen, Krisen, und wir erleben momentan eine neue Krise, die in eine neue Epoche mündet, können unterschiedliche Dynamiken annehmen. Politik kann sich verändern, Wirtschaft kann sich verändern. Und das bringt dann etwas mit sich, was man noch nicht ganz einschätzen kann. Das heißt, wir müssen immer vorbereitet sein und nicht vergessen, dass Religionsfreiheit ein kostbares Gut ist und auch schnell wieder verschwinden kann. Aus diesem Grund ist es jetzt schon wichtig zu wissen, dass Menschen
und Regierungen Gesetze erlassen und wir natürlich nach Römer 13 als Christen diese Gesetze auch befolgen, solange sie nicht dem Gesetz Gottes widersprechen. Das ist das, was wir in den Geschichten im Buch Daniel auch sehen. Daniel hat innerhalb eines Systems, einer Regierung gearbeitet und sich auch an die Gesetze dort gehalten. Aber es gab auch Zeitpunkte, wo diese Gesetze dem Gebot Gottes widersprochen haben. Und dann hat er klare Grenzen gezogen. Und umso wichtiger ist es, dass wir das vor Augen halten. Das sind die Punkte, die wir aus dem Leben von Daniel für uns mitnehmen können. Was ist aber das Ergebnis? Was ist das Ergebnis? Und das ist sozusagen mein Abschluss. Das Ergebnis ist, dass Daniel etwas Besonderes erlebt hat, eine Zusage. Und die möchte ich euch zum Schluss auch vorlesen. Die findet ihr in Daniel 12. Und dort ist es auch der letzte Vers. Das Leben von Daniel ist für uns ein großes Beispiel. Und das ist bewusst geschrieben worden. Und stellt euch vor, auch ihr und wir alle können das, wenn wir uns an diesem Leben orientieren, an den Werten, die Daniel ausgelebt hat, können das dann für uns in Anspruch nehmen. Wo es heißt in Daniel 12, Vers 13, du aber Daniel, geh hin, bis das Ende kommt. Und ruhe, bis du auferstehst zu deinem Erbteil am Ende der Tage. Mein Wunsch ist, dass Jesus bald kommt. Und ich bin sehr überzeugt, dass wir im letzten Abschnitt dieser Weltgeschichte leben. Weil es nach 1844 keine prophetische Zeitangabe mehr gibt, kann Jesus jederzeit kommen. Und ich wünsche es mir, dass er bald kommt. Aber sollten wir das nicht erleben, weil wir frühzeitig sterben oder weil wir zur Ruhe gelegt werden, haben wir diese Verheißung, die Gott Daniel gegeben hat und die Gott jedem treuen Christen gibt. Du aber geh hin, bis das Ende kommt und ruhe, bis du auferstehst zu deinem Erbteil am Ende der Tage. Liebe Geschwister, ja, wir erleben momentan Krisen. Aber ich bin zuversichtlich. Gott hat uns vorhergesagt, dass er auch alle diese Krise lösen wird und wir etwas Unglaubliches erleben werden. Wir werden Gott mit Daniel zusammen von Angesicht zu Angesicht sehen. Und die Frage ist, möchtest du das? Möchtest du Gott von Angesicht zu Angesicht sehen? Ich möchte es von ganzem Herzen. Das wünsche ich dir. Gott segne dich. Amen. Amen. Vielen Dank, lieber Eugen, für diese wunderbare Botschaft, aber auch für die durchaus klaren Worte. Vielen Dank. Eugen, ich würde dich noch einladen, dass du zusammen mit uns betest. Danach wollen wir noch einmal ein Musikstück hören und die Botschaft vielleicht auch noch mal etwas Revue passieren lassen. Aber jetzt erstmal das Gebet und danach Musik. Ja. Ihr Lieben, ich lade euch ein. Lieber Vater im Himmel, es sind besondere Zeiten, in denen wir leben und ich preise dich und lobe dich für all die Bekehrungen, die in den letzten Wochen und Monaten stattgefunden haben aufgrund der Corona-Krise, weil Menschen gemerkt haben, dass das Leben fragil ist und dass große Veränderungen anstehen und man wirklich den Wunsch dann auch hat, mit dir das ewige Leben zu erleben. Und ich danke dir dafür, dass du das möglich gemacht hast, dass du auch uns erweckt hast, auch geistlich erweckt hast, dass wir merken, das, was wirklich zählt, ist die Verbindung zu dir, zu unserem Heiland. Lieber Gott, wir sehen aber auch, dass große Veränderungen vor der Tür stehen, auf allen Ebenen. Und das sind unglaubliche Möglichkeiten, weil Menschen dadurch in Situationen kommen, wo sie merken, dass das Materielle und das, was, auf was man sich früher verlassen hat,
keinen Halt mehr geben kann. Und was ich mir wünsche, lieber Gott, dass eine unglaubliche Erweckung durch diese Welt geht. Vor allem wir hier in Westeuropa, die wir durch den Kapitalismus und Materialismus so gefangen sind und so begnügen, dass uns gut geht, dass wir alles haben, dass wir Gott nicht brauchen. Ich bitte dich, dass du uns hier erweckst, dass du noch mehr Möglichkeiten schenkst, Menschen zu erreichen und dass unsere Gemeinden voll werden, weil Menschen eine Sehnsucht haben nach Wahrheit, nach Hoffnung, nach Sicherheit und das war nach Erlösung. Und das, was sie suchen, Herr, das können wir nur bei dir finden. Ich bitte dich auch für jeden, der heute hier ist, dass wir uns wirklich in Zeiten der Krise bewusst am Leben von Daniel auch orientieren. Dass wir nicht diversen Meinungen hinterherlaufen und das, was Menschen meinen und glauben, sondern dass wir uns darauf verlassen, was du in deinem Wort offenbart hast. Denn die Geschichte wird so ablaufen, wie sie im Buch Daniel steht und im Buch Offenbarung. Und das ist das Entscheidende, dass wir das nicht vergessen. Ich danke dir dafür, dass du uns heute diese Zeit gibst und bitte dich um deinen besonderen Segen für alle, die teilnehmen und die noch teilnehmen werden. Lass uns gesegnet aus diesem Wochenende rausgehen und anderen Menschen von deiner baldigen Ankunft erzählen. Hab Dank, Herr Jesus, in deinem Namen. Amen.